kein Black Sheep. Der alte Mann und der, ja, gut, und ich halt. In 9 Jahren habe ich Black Sheep ins Leben gerufen. Entstanden aus einem Hobby, aus der Freude am Reisen. Sehr viel aus dem Bauchgefühl gemacht und dementsprechend viele Fehler gemacht. Viel dazugelernt und nie aufgegeben. Immer wieder weitergezogen und ja, da sind wir jetzt da gelandet, wo wir heute sind. Ja, ich finde es halt besonders wichtig, dass wir nah am Kunden sind. Wir selber sind auch Quereinsteiger. Selbst auch Sandro, er ist ja auch Quereinsteiger, er ist als gelernter Landschaftsgärtner. Ist er da auch ins kalte Wasser geworfen worden. Und inzwischen ist er so weit, dass ich ihn letztes Jahr zum Geschäftsführer ernannt habe. Was mir sehr wichtig war, weil wir haben uns persönlich und auch geschäftlich so gut verstanden und so gut ergänzt, dass das für mich eine absolut logische Schlussfolgerung ist. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, die Produkte, unsere eigenen Produkte zu testen. Das bedeutet, dass wir auch immer wieder mal an irgendwelchen Rallyes unterwegs sind, die mehr oder weniger gut verlaufen. Geil sind sie immer. Der Ausgang ist manchmal etwas speziell, aber das geht. Ja, gibt dann ein paar blaue Flecken. Meistens die Produkte überleben fast besser als wir selber. Aber das bringt die Sache mit sich. Das sind Geschichten. Also in deinem Fall, das ist vielleicht auch altershalber. Altersbedingt. Ja, könnte sein, ja, könnte sein, dass es mit mir zusammenhängt. Ich bin nicht mehr ganz so im Schuss. Sagen wir mal so, wir sind authentisch. Wir machen den ganzen Scheiß mit. Und wir machen auch den ganzen Spaß mit. Auch, ja, beide Seiten. Es braucht immer beide Seiten. Ja. Ohne dass wir, wenn wir nicht all die Fehler gemacht hätten, wir wären nicht da, wo wir heute sind, weil es braucht die Fehler. Du kannst nicht oben einsteigen und die Kohle war nicht da. Ich habe jeden Schweizer Franken oder jeden Euro oder was auch immer, was ich verdient habe, der wurde immer gleich in die Firma gesteckt. Mit der Hoffnung oder mit dem Wissen, es kommt schon gut und wir werden es schon schaffen. Es ist auch diese Leidenschaft, was uns vorantreibt. Und natürlich auch die Kunden. Wir sind die begeisterten Kunden und das bringt uns weiter. Ja, entsteht eine bessere Bindung. Wir haben auch Teil Umbauten, die bis über 2 Jahre hinweg dauern. Gerade mit den Fahrzeugen machen sie dann auch dementsprechende Erlebnisse. Es sind sehr häufig Reisefahrzeuge, wo dann halt auch unter allen Bedingungen funktionieren müssen und dementsprechend ist das Vertrauen natürlich sehr groß von den Kunden in unsere Arbeit. Gerade wenn so ein Projekt über 2 Jahre hinweg dauert, dann holt der Kunde ja zwischendurch das Fahrzeug ab und er nimmt mal kleinere Touren oder Reisen und dann findet er halt heraus, was ihm noch fehlt oder was man ändern muss. Das bringt er uns dann mit und wir probieren das dann irgendwo ins Endprodukt einzuarbeiten. Und so sind wir natürlich etwas näher beim Kunden und dementsprechend entstehen auch die Freundschaften. Hinhören, was der Kunde will, seine eigenen Meinungen dazu beitragen. Ich selber bin auch viel gereist und kann die Kunden auch dementsprechend beraten. Diese Beratung ist nicht jetzt irgendwie verpflichtend oder irgendwas, schlussendlich der Kunde König und der kriegt, was er will. Nur kommt es halt auch sehr häufig vor, dass wir dem Kunden von was abraten. Wir können nicht mittelmäßige Qualität, das liegt uns nicht. Das können wir einfach nicht. Das wollen wir einfach nicht. Wir produzieren in der Schweiz. Wir haben unglaublich hohe Kosten, die wir hier zu decken haben. Wenn wir schon hier in der Schweiz produzieren und diese hohen Kosten haben, dann können wir auch gleich von Anfang an nur die beste Qualität liefern, weil das wäre den Kunden gar nicht irgendwie gerecht gegenüber. Wir haben über 90% der Kunden kommen aus dem Ausland. Ja, umso mehr liegt uns halt auch viel daran, dass dann die Qualität stimmt. Dass der Kunde sich dann ernst genommen fühlt und auch dementsprechend eine Qualität kriegt, die den Preis wert hat. Am Anfang wurden wir belächelt. Also ich habe ja dazu mal mit Amarok angefangen. Amarok war für mich ein ästhetisch ansprechendes Fahrzeug, wo es halt kein Zubehör gab. Und habe mich da ein bisschen reingearbeitet. Und mit den ersten Produkten, die ich entwickelt habe, hat sich das so entwickelt. Am Anfang war ich so richtig versessen in die Geschichte. Ich hatte die Innovations im Firmennamen stehen. Das heißt, okay, ich muss innovative Produkte rausbringen. Das ist mir dann auch gelungen, hat dann aber dazu geführt, dass ich in den ersten 3 Jahren gut 80% der Kunden nur aus Australien hatte, was mich dann wieder dazu bewegt, zu denken, dass ich irgendwo im falschen
Land leben. War aber schlussendlich so, dass gerade die Australier sehr viel Wert auf qualitativ hochwertige Produkte legen und die halt unter allen Bedingungen funktionieren müssen. Gerade bei Overland-Fahrzeugen, wo es halt weitergeht, wo man halt auch mal nach China fährt und wieder zurück, dass man das Fahrzeug nach dem Motto Keep it simple and stupid baut, weil es halt möglichst einfach zum Reparieren ist. Im Laufe der Zeit hat sich dann das geändert, kann man immer mehr Anfragen aus Skandinavien, auch wieder Länder mit extremen Bedingungen, wo unsere Produkte funktionieren müssen. Und erst später ist es dann eigentlich zurückgeschwappt über den deutschsprachigen Raum. Und jetzt inzwischen decken wir die ganze Welt ab, inklusive Amerika. Stetig auch gewachsen ist. Oder? Das war halt schon so, dass Amarok dann Australien und die nördlichen Länder bekannt wurde und dann kam irgendwann so eine Community im deutschsprachigen Raum, was immer größer wurde und da konnten wir uns dann auch etwas einbringen. Also am Anfang immer ein riesen Shitstorm, viel zu teuer und geht gar nicht und bla bla bla, alles drum und dran. Das wurde gar nicht geschätzt und wie gesagt, Nutzfahrzeug und Premium, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Da hatten wir unzählige Diskussionen immer. Und uns war es halt wichtig und wir hatten auch wirklich die Kunden im Fokus, die ihr Fahrzeug auch als etwas Spezielles ansehen. Nicht nur als Gebrauchsgegenstand, sondern wirklich halt etwas, wo sie auch Spaß haben damit. Und es war eigentlich ein harter Weg, aber wir wussten genau, es gibt andere Leute, die genauso denken wie wir. Und mit der Zeit haben sich dann die Produkte auch ganz gut behauptet auf dem Markt, führte dann dazu auch, dass sehr viel kopiert wurde. Gerade auf dem australischen Markt, den konnten wir nicht richtig bedienen, weil einfach die Speditionskosten immer unglaublich hoch waren. Da wurde wurden unsere Produkte kopiert. Wir hatten in der Türkei sehr viele Firmen, die unsere Produkte 1:1 kopieren, in Taiwan haben wir. Wobei es ja noch witzig war, dass das dann immer wieder auf uns zurückkam. Also unser Kunde war dann schon, oder unser Produkt war bei den Kunden schon so bekannt, dass sie sich dann eigentlich selber bei uns gemolden haben und uns darauf hingewiesen haben, dass unsere Produkte kopiert werden. Was irgendwie noch ganz interessant war und bei gewissen Sachen war es halt dann schon so, dass wir auch Produkte für Firmen hergestellt haben, in denen ihrem Namen. Und dann kamen irgendwelche Warnungen von wegen, wir werden kopiert und wir konnten dann da irgendwie so ganz beruhigt sagen, nee, passt alles. Aber unsere Handschrift wurde halt wiedererkannt bei dem Ganzen, was uns dann schon sehr stolz macht auch. Das ist ja das Witzige, dass Firmen kommen auf uns zu und sagen, okay, es könnt ihr für uns White Labeling machen. Das bedeutet, können wir für die Produkte eine Produktlinie entwickeln, wo dann halt irgendwie Meyer Müller oder irgendwas draufsteht. Und das kommt nicht immer gut, weil unser Design wird scheinbar auch erkannt, wenn da halt Müllermilch draufsteht. Und was wiederum für gutes Design bzw. was für eine gute Arbeit von unserer Seite her spricht. Und wir waren jetzt in der glücklichen Lage, dass sehr oft einfach unsere Ideen geklaut wurden, aber die Qualität, die waren nicht in der Lage, diese Qualität umzusetzen. Und was sie nie gemacht haben, sie haben nie unseren Namen geklaut. Sie haben nur immer die Ideen geklaut. Gerade in Australien, die Produkte, die waren halt nur ziemlich lieblos und war dann mehr wirklich werbewirksam, weil die Leute haben dann unter Umständen diesen Fehlkauf gemacht und festgestellt, im Moment, das habe ich aber anders in Erinnerung und haben später dann noch auf unser Produkt umgeschwenkt, was dann auch wieder gut war für uns. Und wir haben jetzt auch Produkte, die seit 9 Jahren in Gebrauch sind und immer noch funktionieren. Und nicht nur für Hobby und nicht nur für schön, sondern wirklich auch im gewerblichen Einsatz. Wir haben Produkte, die sind bei Feuerwehren oder bei Einsatzfahrzeugen im Gebrauch tagtäglich. Im Baugewerbe. Ja, macht dann auch immer wieder Freude. Wir haben da 2, 3, die dann immer wieder mal vorbeifahren und wir unsere Produkte dann wieder begutachten können und halt sehen, dass die nach 9 Jahren immer noch einwandfrei funktionieren. Das ist ein bisschen, was wir halt haben, oder bei mir, ich bin ja der die Produkte entwickelt. Ich habe ja vor 4 Jahren habe ich noch das Studium als Maschinenbauingenieur
abgeschlossen, habe ich so berufsbegleitend während dem Aufbau meiner Firma dieses Studium noch gemacht, weil ich war immer der Meinung, ja, ich muss irgendwas auf dem Papier vorweisen können, weil das hat man mir wie nicht abgenommen, dass ich das jetzt einfach so aus Spaß gelernt habe. Ich war mein ganzes Leben lang autodidaktisch, alles, was mich interessiert hat, habe ich dann halt einfach gelernt und das habe ich dann einfach gekonnt. Jetzt habe ich halt das Studium noch angehängt, haben jetzt auf dem Papier und jetzt darf ich mich da quasi frei bewegen und darf machen alles, was mir gefällt. Ich erfinde die Produkte, wobei man es ganz klar sagen muss, dass immer mehr Sandro seine Inputs bringt und sehr gute Ideen dazu beiträgt, weil ich halt schon auch mit der ganzen Zeit zu sehr auf einer Linie fahre und dann eigentlich für mich sehr wichtig ist, dass ich diese Inputs auch habe. Und zu zweit sind wir halt wirklich mehr als doppelt so stark. Oder eben, wenn du so zum Stillstand kommst, weil du halt so festgefahren bist, dann gibt es durchaus auch, dass wir mal hier durchs Geschäft durchlaufen, uns die Produkte ansehen und irgendwann kommt dann so ein Input, der das Ganze dann wieder einen Schritt weiterbringt. Wir sind häufiger zusammen irgendwie am Messen unterwegs. Alle zwei Jahre in Amerika an der SIMA, da lässt du dich inspirieren. Du gehst nicht an die SIMA, um Qualität zu sehen. Weil es ist halt Amerika und da sind die Ideen ein bisschen anders. Trotzdem, man kann mal über den Zaun schauen und mal schauen, was machen andere. Die Ideen können aber genauso gut aus dem Schiffsbau kommen, die können aus dem Bereich Architektur kommen. Das sind Ideen, die einfach aus dem Nichts aufpoppen. Ich glaube, das ist halt der Vorteil, weil wir quer eingestiegen sind. Ja. Dass wir nicht auf nur einer Schiene festgefahren sind. Wir sehen halt einfach so das große Ganze an und suchen halt Ideen in jedem Winkel. Und die ganzen Erfahrungen, die wir halt haben, beide, also ich jetzt auf dem Bau gearbeitet, viel gereist, viel gesehen, auch im Ausland. Und natürlich auch Sandro als Handwerker. Wir gehen die Probleme anders an oder die Problemlösungen. Wir fangen sehr oft von der Mitte her an und arbeiten uns auf beide Seiten. Also das, was ich schlussendlich im Studium gelernt habe, wie man ein Produkt erfindet oder wie das auszusehen hat, das führt absolut zu keinem Ziel. Muss sich nicht wundern, warum da nichts mehr Neues entsteht, weil jeder wird gedrillt, dass ein Produkt so und so zu entwickeln ist und das ist absolut nicht unsere Linie, wie wir das machen. Darum unterscheiden unsere Produkte sich auch so sehr von den anderen. Wir schauen, dass die Produkte oder das Fahrzeug ganz anders an. Man muss es anfassen, man muss es verstehen. Warum hat der das Fahrzeug gebaut hat, warum hat er sich so entschieden, warum hat er sich für dieses Design entwickelt und das, vor allem das Design, das ziehen wir weiter. Ich selber entwickle das Ganze dann im CAD. Früher hatten wir das ganze Prototyping hatten wir noch im Haus mit der Blechverarbeitung und allem. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben sehr gute Partner in der Blechverarbeitungsindustrie, die uns in kürzester Zeit Prototypen herstellen können. Bedingt aber auch wiederum, dass wir am CAD verstehen müssen, wie Blechverarbeitung funktioniert. Wir können das nicht einfach nur zeichnen und weitergeben und der macht mal Schönes draus. Das funktioniert nicht. Man muss also sehr wohl von der ganzen Blechverarbeitung einiges wissen und muss auch wissen, wie man das Ganze ausreizen kann, um gutes Design zu machen. Und auch da muss man sich halt vorstellen, dass wir vor ein paar Jahren noch Schablonen mit Papier und Karton gemacht haben, was wir heute immer noch teilweise machen müssen, aber mit dem CAD hat es halt schon so einen Riesensprung nach vorne gegeben, wo du halt viel einfacher, viel schneller was umsetzen kannst. 3D-Scan immer wieder ein Thema, also 3D-Druck machen wir viel, das ist ganz klar, auch beim 3D-Druck gibt es für uns, rein von unseren Ansprüchen, gibt es nur ganz wenige Verfahren, die für uns in Frage kommen. 3D-Scan ist nach wie vor kein Thema für uns, das ist wesentlich viel zu teuer. Selbst die nachfolgende Datenverarbeitung, es steht in keinem Maße. Also da arbeiten wir noch ganz viel mit Freiformen, wo wir halt am Fahrzeug mit Schablonen arbeiten und dann das Ganze wirklich über Rasterung in den Computer reinnehmen. Das gibt uns aber den Vorteil, dass wir im Prinzip 2 Stunden, nachdem das Fahrzeug das erste Mal bei uns ist, schon die ersten Produkte herstellen können. Da, wo andere größere Hersteller vielleicht noch darauf warten, bis der Fahrzeughersteller irgendwelche CAD-Daten zur Verfügung stellt, da sind wir schon längst beim nächsten Fahrzeug. Mit dem Quereinsteiger bist du halt so. Du lernst was, du lernst das Nächste, du lernst da wieder was, es geht immer weiter. Du ziehst überall das Positive raus und kannst es dann immer wieder einsetzen. Und so können wir einfach viel schneller, viel flexibler
flexibler reagieren. Mhm. Und ich denke, je mehr das man gemacht hat, umso einfacher fällt einem das. Wir müssen natürlich unserem Markennamen ein bisschen treu bleiben, das schwarze Schaf. Wir sind anders als die anderen, wir arbeiten anders als die Mitbewerber und nicht selten machen wir es halt auch besser. Und das ist nicht, auch nicht zuletzt anhand der ganzen Resonanz, die wir aus den Medien wieder erfahren. Man kann dazu vielleicht erwähnen, dass wir keinerlei bezahlte Werbung machen. Wir bezahlen keine Medien, dass die über uns schreiben. Wir brauchen gute Produkte, dass wir überleben können. Wir wollen aber auch, dass die Medien unsere Produkte als gutes Futter anschauen. Dass die sagen, okay, es lohnt sich. Die sollen selbstständig auf uns aufmerksam werden. Eines der Produkte, wie gesagt, war jetzt halt, das war jetzt letztes Jahr, die Geschichte mit diesem Azibahn-Rücklichtauszug, wo wir dann schlussendlich mal für einen Toyota Hilux gemacht haben. Ursprünglich, das Produkt war schon 2-3 Jahre alt. Das haben wir mal so aus einer Bieridee, habe ich das bei meinem Amarok, habe ich da so eine Minibar ins Rücklicht eingebaut. Haben wir dann auch präsentiert, oder? Haben wir dem Messe präsentiert und wir gesagt, okay, einfach nur so spaßeshalber wollten wir da mal zeigen, was möglich ist, weil die Leute fragen dann immer, ja, könnt ihr das, könnt ihr jenes? Und wir haben gesagt, ey, wir haben die Nase voll, wir machen dir alles. Es ist mir eigentlich scheißegal, ob du da einen Goldfisch unterbringen willst oder eine. Nee, Hauptproblem war ja eigentlich, dass wir das bei dir mit dem Bier und der Minibar gemacht haben. Genau, und dann kamen die Kunden und haben irgendwie gesagt, nee, ja, aber Bier ist nicht gekühlt. Ja, also und dann habe ich so aus Jux zu ihm gesagt, nee, bei meinem bauen wir dann Kaffeemaschine ein. Das war das Problem. Wir wollten eigentlich zeigen, was technisch möglich ist. Der Kunde selbst sieht, scheiße, Bier ist nicht gekühlt. Für mich so, ich mache das irgendwie alles so ein bisschen aus Leidenschaft und natürlich gleich wieder leicht minimal, mein Ego war leicht angeknackst, okay, was machen wir jetzt da? Wie kriegen wir das hin, dass das gekühlt wird? Dann kommt er und sagt, komm, scheiß drauf, das muss nicht gekühlt sein, wir bauen eine Kaffeemaschine ein. Ja gut, nächstes Problem kam dann halt, ja, wie könnten es sein, dass wir eine Espresso unterstützen? Waren wir wieder auf dem Fehlpfad, weil unser Produkt immer noch nicht technisch angesehen wurde, sondern nur, was sich darin befindet, oder? Ja, und dann mit dem Toyota war es halt so, da kam halt ein Jäger zu uns und der wollte halt dann seine Waffe da drin haben. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie das weitergeht, wenn man vom nicht gekühlten Bier zur Unterstützung von Nespresso dann mit Waffe war halt dann irgendwie schwierig. Also der Shitstorm war groß. Wie gesagt, du kannst was machen, eine Espresso-Maschine reinstellen, dann kriegst du einen Zusammenschiss, du hast einen Espresso unterstützt. Du kannst eine Waffe reinhängen, dann bist du gleich ein Amokläufer. Wenn du eine Minibar machst, dann ist die geringste Kritik ist die, dass du die falsche Biermarke da reingestellt hast. Ne? Bei uns ist es wirklich so, wir nehmen jedes Feedback auf von den Kunden und jede Kritik nehmen wir ernst. Das ging dann aber schon ein bisschen zu weit. Und wenn man jetzt auch bei uns auf dem YouTube-Kanal die Geschichten anschauen und speziell die Kommentare von den Amis liest, dann ist es eigentlich schon erschütternd, wie die Leute auf solche Produkte reagieren und gar nicht unser Handwerk dahinter verstehen, sondern einfach nur das Ganze als Provokation anschauen, beziehungsweise halt dann so anschauen, dass man jetzt mit dieser Lösung halt nicht gut sich irgendwie wehren kann und im Notfall, ja, genau. Also man kann eine Riesengeschichte dazu schreiben, warum und wieso, und das Produkt entspricht allen Vorgaben für den Transport von Jagd- und Sportwaffen, aber nee, es wird immer noch diskutiert, dass man halt, nee, die Waffe im Anschlag mitfahren muss und solche Sachen. Das ist uns eigentlich ziemlich, das geht uns eigentlich wirklich, das nervt uns, und ich sage immer wieder, wie gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob jetzt ein Goldfisch transportieren wir es oder eine AK-47. Wir bauen dir die richtige Verpackung dazu und das Ganze dann ins Fahrzeug rein. Es gab einen kurzfristigen Hype. Das Produkt selber war okay, es hat funktioniert, aber kannst du kein Geld damit verdienen. Wir haben so viel Zeit in diese Entwicklung investiert, das ist ja schwierig. War aber ursprünglich ja auch nicht die Idee. Die Idee war ja schon so Werbeeffekt, um aufzufallen und mal zu zeigen, was möglich wäre.
damit dass wir jetzt da irgendwie 200 verschiedene Fahrzeuge damit abdecken können oder so, war eigentlich nie der Grundgedanke. Eigentlich wollten wir nur irgendwie wieder mal zeigen, was man machen kann, was möglich ist und haben das so umgesetzt. Die Geschichte ist mit diesem, ja, mit den Rücklichtern, für mich war es gegessen. Wir hatten jetzt ein paar Bestellungen, wir lassen das Ding auch ausgehen. Witzig war es noch, letztes Jahr, Entwicklungsabteilung von Ford in Detroit hat so ein Set bestellt. Keine Ahnung, was die damit machen wollen, aber auch interessant zu wissen, dass größere Firmen an den Produkten interessiert sind. Haben wir auch noch überlegt, ja, sollen wir denen das zukommen lassen? Mal schauen. Ne? Ford wird ja wohl kaum so dumm sein und unsere Produkte kopieren. Aber lassen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir konnten die ganze Zeit extrem gut vom Amarok auch zehren. Wir waren dann auch ein Name für Zubehör für Amarok, aber dann hatten wir die Geschichte mit dem neuen Amarok und das hat uns so überhaupt nicht gefallen. Der neue Amarok, der strahlt keine Leidenschaft aus. Genau, also ich denke, man muss schon erwähnen, dass es hier jetzt weniger um den Zusammenschluss mit Ford geht. Es war für uns einfach so, dass die Emotion nicht rübersprang und wir können nicht, wie soll ich sagen, wir können uns die Ideen nicht aus der Luft greifen, wenn wir die Emotionen halt nicht im Hintergrund haben und da mitfühlen können. Und beim neuen Amarok sprang halt der Funke nicht drüber. Das war halt irgendwie so, alles so schwerfällig irgendwie. Man wusste nie genau, was kommt jetzt, was ist von Ford, was ist von VW, was ist überhaupt angedacht. Also man hatte da irgendwie, war das alles so schleppend. Null Emotionen, immer nur dieses Ding. Typisch VW, ne? Also was, jetzt wollen wir den Kunden was Besonderes bieten und was ist es? Ne? Wir machen ein Sondermodell mit Chrompaket. Seit 20 Jahren will kein Kunde mehr Chrom an seinem scheiß Auto haben und die bringen ein Chrompaket raus. Also, die gehen so weit am Kunden vorbei, dass wir gesagt haben, nee, also irgendwie wird es dann doch ein bisschen schwerfällig. Wir haben mit VW auch über den neuen Amarok gesprochen und da waren interessante Gespräche am Laufen. VW hat dann aber auch nicht so richtig Interesse gezeigt. Und dann hatten wir halt noch ein bisschen andersrum geschaut und hatten da immer schon ein tolles Projekt im Hinterkopf, was wir über mehrere Jahre jetzt schon beobachtet haben. Und das war die Geschichte mit dem Ineos Grenadier. Und den haben wir ein bisschen beobachtet. Die Geschichte war immer interessant. Ineos selber, das Auftreten war immer werbetechnisch sehr interessant. Vor Ort an den Messen hattest du halt nicht einen, der irgendwie dir was über das Fahrzeug sagen konnte. Das waren irgendwelche, ne, irgendwelche Studenten, die da diesen Job gemacht hat. Und wenn du dann gefragt hast, ne, was hat denn das Fahrzeug für einen Lochabstand, dann haben die dich mit großen Augen angeschaut. Und war immer sehr, sehr mühsam mit jedem halben Jahr, wo das wieder mal aufgetaucht ist. Hast du gedacht, nee, das Ding hat Potenzial. Und warum ist da niemand dahinter, der irgendwie eine Idee da oder eine Ahnung von der Geschichte hat? Ja, und jetzt, das kam dann halt immer näher und näher, das Projekt. Und dann kam der Prototyp. Der Prototyp, den sind wir dann auch, dank einer Kundin von uns, war ich ziemlich früh in der Lage, das Fahrzeug mitzufahren. Das war ja auch so ein Witz, die ersten Probefahren. Der Kunde durfte zwar bezahlen, aber durfte mit dem Auto gar nicht fahren. Er durfte Probe mitfahren. Das habe ich noch nie von einem anderen Hersteller erlebt. Und das Fahrzeug war okay, das hatte Potenzial. Der Prototyp war war halt ein Prototyp. Normalerweise ernüchternd. Der Prototyp ist meistens immer sehr, sehr geil. Man kennt das von der Mercedes X-Klasse. Ein super geiles Fahrzeug wurde da vorgestellt. Und ein halbes Jahr später kommt irgendein weichgespültes Ding raus, was man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und Ineos hat das irgendwie ganz geschickt gemacht. Die haben einfach mal das Serienfahrzeug, da haben die mal richtig nachgelegt und ein verdammt gutes Fahrzeug auf die Straße gebracht. Wir waren ja schon in der glücklichen Lage, im Februar das erste Fahrzeug bei uns zu haben. Und da bei uns das Anschauen von einem Fahrzeug nicht halt mit dem Anschauen getan ist, sondern meist mit Zerlegen zu tun hat. Ja. Aber halt, das ist halt so, ist ein bisschen. Also muss ich das so vorstellen, die haben uns ein Fahrzeug vorbeigebracht und dann bequatscht du das Ganze ein bisschen und irgendwann fahren die dann los und gehen weg und wir sind für uns alleine. Dann kommt halt der Moment, so circa 2 Minuten später, wo wir Werkzeug rausnehmen und dann wird das Fahrzeug zerlegt, weil wir einfach sehen möchten, was
darunter sich alles befindet, wie das aufgebaut ist. So verstehen wir halt dann auch, wie das Fahrzeug gebaut ist und wie das funktioniert. Und so können wir dann dementsprechend halt auch die Produkte entwickeln, die wir da anbieten. Dann war es halt im Februar so, dass die dann weggefahren sind und wir gleich losgelegt haben. Genau, gar keine Ahnung, ob wir das hätten dürfen. Das weiß man bis heute nicht, aber wir haben es halt getan. Wir hängen es jetzt mal nicht an die große Glocke, nee, lassen es mal so sein. Mit, der fliegt nicht mehr mit, das passt schon so weit. Nee, aber wir waren absolut begeistert. Du nimmst die Verkleidung mit, du siehst gerade was sich der Techniker, der das entwickelt hat, der Ingenieur, was sich der dabei gedacht hat, und das waren keine dummen Menschen. Ne? Das waren richtig, richtig geile Sachen. Und da wurde nur das Beste vom Besten verbaut. Und da haben wir gesagt, das Ding hat enorm Potenzial. Wir setzen voll und ganz auf dieses Fahrzeug. Haben dann innerhalb von 2 Wochen, spaßeshalber sozusagen, mal ein paar Produkte aus den Fingern gesaugt, die gleich hier hergestellt, pünktlich zur Eröffnung vom Schweizer Flagship Store. Ja, wir hatten ja den Vorteil, dass wir da angefragt wurden, ob wir da unsere Visitenkarten, also uns da hinstellen möchten und unsere Visitenkarten verteilen möchten. Auch das wiederum ist halt sowas, was für uns nicht in Frage kommt. Also wir haben dann in den 2 Wochen, wie gesagt, 2, 3 Produkte schon fix fertig entwickelt, hergestellt, fertigstellen lassen und dann halt am Morgen von der Eröffnung da montiert und hatten das Glück oder das Können, dass wir da das gleich montieren konnten und alles gepasst hat. Und bei uns ist auch immer so, Wir haben beide eine große Klappe, aber... Nee, das stimmt nicht, das bist nur du. Nur ich habe eine große Klappe, ist klar. Ich kann das nicht. Ziel ist es eigentlich das, wir liefern immer zuerst. Ne? Wir liefern zuerst mal ab und haben dann die große Klappe. Und es ist halt häufig so, dass es viele Leute gibt, die haben nur große Klappe, nur warme Luft rauskommt und dann halt nur Mittelmaß rauskommt. Wir machen es gerne anders. Wir setzen zuerst mal die Latte auf ein gewisses Level und dann schauen wir ja, wer mitspielt und wer nicht. Und erstaunlicherweise hat bei Ineos überhaupt keiner mitgespielt, zu unseren Gunsten. Wie gesagt, das war dieser Event, und seit diesem Event im Februar produzieren wir Teile und entwickeln Teile und bringen im Schnitt alle 2 bis 3 Wochen ein neues Produkt raus für den Ineos, was eigentlich ein sehr, ganz sportlich ist für das, dass wir nur zu zweit sind. Hat jetzt dazu geführt in der Zwischenzeit, dass uns das vollumfänglich über die Ohren gewachsen ist, das Ganze. Ja, also wir haben da Tag und Nacht und gearbeitet und Wochenende, und irgendwann geht es halt nicht mehr. Ne? Mehr wie 7 Tage hat die Woche nicht. Funktioniert halt irgendwie nicht, also war halt dann die logische Schlussfolgerung, man muss irgendwie jemanden oder mehrere einstellen, um da mehr Kapazität zu haben. Wir haben es versucht, wir haben viele, ja. Es waren viele Leute da, die haben Probe gearbeitet, aber es geht nicht, wir haben keine Leute, ohne Leidenschaft kannst du bei uns nicht arbeiten, das gibt's nicht. Da bist du bei uns komplett fehl am Platz, und nur einfach um ein Teil von Black Sheep zu sein, hier die Zeit zu verbringen, das können wir nicht gebrauchen. Wir haben schon 200, die im Weg rumstehen, mehr brauchen wir nicht. In Zwischenzeit doch, unser Team wurde größer, wir sind dran, wir haben ein paar ganz gute neue Schafe in der Herde, wo wir auch ganz stolz drauf sind. Der eine oder andere ist vielleicht schon mit unserem Support-Service in Kontakt gekommen. Da steckt was ganz Besonderes dahinter. Und auch bei uns in der Werkstatt haben wir natürlich 2, 3 neue Seelen, die das Ganze ein bisschen speditiver machen. Aber wir sind nach wie vor in dieser Umbruchphase. Ich war ja, man hat es ja vielleicht mitgekriegt, vor 2 Wochen war ich mal kurz in Australien, wollte mir die Sache da vor Ort anschauen, hat dann jetzt das Ganze ein bisschen ausgeartet. Wir haben gleich eine zweite Filiale gegründet und produzieren jetzt ab sofort in Australien auch unsere Produkte, weil die Nachfrage ist unglaublich groß. Wir können unseren australischen Kunden und Freunden nicht zumuten, solch horrende Shippingkosten zu verrechnen. Wo ich mich vergewissern konnte, wie gut das Black Sheep in Australien ankommt und wie gut in Australien gearbeitet wird,
die sind absolut auf unserem Qualitätsstandard hier und haben erst noch dieselben Maschinen wie wir auch, dann wirklich sehr naheliegend gleich die Produktion vor Ort ja, in die Hand zu nehmen. Und haben ich denke, wir haben auch das Glück, halt, dass du da gleich die richtigen Partner gefunden hast. Ja. Dass das so funktioniert hat, dass wir in dieser kurzen Zeit dann direkt eine Filiale einrichten konnten. Mhm. Also wir haben in Australien einen super Kontakt. Das ist der Andi Zwicker von Clevershield, der uns hier enorm geholfen hat, das Ganze aufzugleisen. Er ist auch jetzt unser Mann da in Australien, der die ganze Sache in die Hände nimmt und der gibt richtig Vollgas. Das ist genau das, was wir brauchen, diese Leidenschaft, dieses Feuer für unsere Produkte, für unsere Firma. Und aktuell ist es so, wie gesagt, die Produktion läuft bereits. Wir sind dort dran, das Ganze aufzubauen, um auch dann per Ende Jahr so weit zu sein, dass wir auch den amerikanischen Markt besser angehen können, weil wir bereits jetzt schon Bestellungen aus Amerika haben für den Ineos Grenadier, den wir hier aus der Schweiz halt auch nur schwer handeln können. Das heißt, Australien ist auf größere Mengen in Produktion getrimmt. Ja gut, und Australien hat dann einen Vorteil, Freihandelsabkommen Amerika geht halt speditiver mit dem ganzen Versand und kostengünstiger. Und auch die Amerikaner profitieren halt von attraktiveren Preisen, ja, weil halt die Shippingkosten guten ein Drittel ausmachen aus Australien, wie wenn wir die aus Europa beliefern würden. Das heißt für uns, wir können uns vollumfänglich um den europäischen Raum kümmern. Wir haben auch geplant, im europäischen Markt größer zu werden, schneller agieren zu können und noch näher am Kunden zu sein. Für uns ist es das Allerwichtigste, den direkten Kundenkontakt, das direkte Feedback vom Kunden. Wie bereits erwähnt, das Ganze hat sich ein bisschen zugespitzt. Wir hatten knapp 1000 unbeantwortete E-Mails. Ich selber arbeite schon seit längerem 7 Tage die Woche. Kann aber nicht so viele E-Mails beantworten, wie die reinkommen. Es sind sehr viele E-Mails, die halt direkt von mir abhängig sind. Das heißt, unsere neuen Mitarbeiter müssen auch zuerst mal instruiert werden. Die wissen auch nicht alles, die sind auch nicht gerade so mit dem ganzen Know-how auf die Welt gekommen. Ja, das ist auch ein Problem. Das Einzige, was da halt dann war, ich habe mich dann da irgendwie noch mit eingebracht, dann haben wir das nächste Problem, dass halt in der Werkstatt dann wieder nichts läuft oder die Produkte nicht rausgehen, die rausgehen müssen. Also wir standen halt dann irgendwie ringsherum irgendwo in so einer Zwickmühle. Also wenn wir das eine forciert haben, hat das andere darunter gelitten. Und da muss halt irgendwie eine Lösung her. Wenn du knapp 3000 Kunden hast, zu zweit, die alle glücklich zu machen, wird es dann halt schwierig. Ja, wie gesagt, aktuell, die Lage ist jetzt so, die mit uns Kontakt aufnehmen, die werden mal eine E-Mail kriegen und wir bitten halt alle ein bisschen um Geduld. Was wir uns nicht leisten können, wir können es uns nicht leisten, von der Qualität zurückzugehen, nur um schneller zu sein. Das kommt bei uns gar nicht in Frage. Dann beliefern wir die Kunden lieber nicht, als dass sie eine minderwertige Qualität kriegen. Wir sind am Aufbauen. Wir arbeiten aktuell noch ohne irgendwelche Investoren. Das heißt, jeder, wie bereits erwähnt, jeder Franken, den wir verdienen, der geht in die Firma und haben dementsprechend ein verhältnismäßig stetiges, aber langsames Wachstum. Und müssen halt auch so das Ganze ein bisschen bedacht angehen. Also zu schneller Wachstum ist nicht immer gut. Wir wollen natürlich diesen enormen Vorsprung, was wir jetzt aktuell haben im Bereich Ineos Grenadier, wollen wir natürlich möglichst ausbauen. Somit ist das Ziel, bis der Quartermaster nächsten Monat auf den Markt kommt, bis dahin wollen wir eigentlich ein vollumfängliches Angebot für den Grenadier haben. Dass wir dann gleich mit dem Zubehör für den Quartermaster weitermachen können. Aktuell entstehen unzählige Montagevideos, wo wir ausführlich die Produkte erklären, unsere Produkte, dass halt weniger Fragen aufkommen, dass wir weniger E-Mail-Verkehr haben von Kunden, die unsicher sind oder noch Fragen dazu haben. Wir bemühen uns, das Ganze besser zu machen, aber wie gesagt, selbst die Homepage, die ganzen sozialen Medien
alles drum und dran. Das war bis im Februar haben wir das wirklich nur wir zwei gemacht. Die ganze Buchhaltung, genau. Alles drum und dran. Und das wächst dir irgendwann über den Kopf. Viele Leute waren immer der Meinung, Black Sheep ist eine Riesenfirma. Dem ist nicht so. Wir legen halt einfach... Die Schnauze zu groß, oder wie? Nee, wir legen halt Wert auf Qualität und so, das tragen wir nach außen. Und wenn es von außen dann halt ausschaut, wie wenn wir 50 Leute sind, dann okay, schön, haben wir aber nie behauptet. Wir sind nur zu zweit und wir wollen wir auch... Wir waren nur zu zweit. Genau, wir waren zu zweit, richtig. Aber wir wollen auch nicht jetzt ein Betrieb werden mit 50 Leuten, weil dieses Familiäre, dieses Persönliche, das ist uns extremst wichtig. Und ich denke auch, das ist das, was uns ausmacht. Wir wollen die Nähe zum Kunden. Sobald wir die Kommunikation, die direkte Kommunikation mit dem Kunden nicht mehr haben, dann ist es, ich denke, dann werden wir zu Maschinen und dann fällt das Gefühl weg. Und wenn das Gefühl nicht mehr da ist, ist auch die Leidenschaft nicht mehr da. Und dann, dann sind wir ich weg. Ich glaube, das ist ja so die Hauptsache für uns. Also wir brauchen diese Befriedigung, dass wir die Kunden glücklich machen können und die unsere Produkte schätzen. Und das Feedback, von dem sind wir eigentlich abhängig. Und das stärkt uns dann auch immer wieder, um weiterzumachen. Und es ist halt nicht so, wie soll ich sagen, es ist nicht so das Knallharte, nur das Geschäftliche, dass die Finanzen stimmen müssen. Klar brauchen wir irgendwo ein finanzielles Feedback, damit wir auch irgendwie arbeiten und größer werden können, schneller werden können. Aber die Emotionen und die Freude, die die Kunden da an unseren Produkten haben, das ist das, was uns antreibt, immer weiterzumachen. Und da halt auch jetzt spezifisch auf alle Kunden. Also wir sind immer noch nicht nur Ineos, nur VW. Wir haben eigentlich immer alle Kunden oder wir möchten alle Kunden immer ernst nehmen. Klar ist es jetzt mit dem Ineos so, dass das halt einfach extrem schnell alles angelaufen ist, extrem schnell groß wurde. Trotzdem wissen wir im Hintergrund immer noch, wie alles begonnen hat. Bei uns ist halt immer so, dass auch jetzt, wenn einer eine E-Mail schreibt, der kommt halt, wir arbeiten E-Mail für E-Mail ab. Also es geht halt einfach der Reihe nach. Jeder Kunde wird so behandelt wie der Nächste und dann geht es halt einfach nur der Reihe nach. Ja, wir haben jetzt halt, das ist halt schon ein Problem. Ne? Durch der eine oder andere VW Amarok-Kunde, ne, der fühlt jetzt irgendwie, dass wir hier, oder der hat das Gefühl, dass wir jetzt quasi fremd gehen. Dem ist nicht so. Wir folgen einfach der Spur von den Fahrzeugen, die wir das Gefühl haben, die haben Potenzial und die entsprechen unserer Leidenschaft. Und da gehen wir nicht hin und produzieren jetzt einfach nur Produkte für die bestverkauften Fahrzeuge. Das ist überhaupt nicht unser Ding, sondern wir gehen halt dahin, wo wir der Meinung sind, dass es Potenzial hat. Und wenn es der neue Amarok gewesen wäre, hätten wir auf der Amarok-Schiene weitergemacht. Bedeutet jetzt aber nicht, dass wir die alten Amarok-Kunden im Stich lassen. Es ist gut, bedeutet auch nicht, dass wir für einen neuen Amarok gar nichts machen oder das einfach mal so komplett verneinen. Aktuell ist es einfach so, dass wir vom Ineos überzeugt sind, was die Basis darstellt und wir halt da ein gutes Gefühl haben, eine gute Emotion haben und so war es halt logisch, dass wir da Produkte machen und jetzt geht das etwas. Ja, etwas sehr schnell voran und da müssen wir jetzt auch zusehen, dass wir da mithalten können und dann geht es nur so, dass jeder Kunde quasi der Reihenfolge nach abgearbeitet wird. Wir müssen die E-Mails der Reihenfolge nach beantworten wie gesagt, dann kommen halt dann solche Kommentare von Amarok-Kunden von wegen, ja, wir sind jetzt ja nichts mehr, ne, ihr habt ja Ineos und so. Und das ist einfach Blödsinn, das ist nicht so. Aber wir geht uns primär auch sehr nahe, weil es nicht das ist, was wir haben möchten. Also genau, so gehen wir nicht vor, ist nicht unsere Art. Dementsprechend, weil wir ja doch noch etwas menschlich denken, betrifft uns das dann auch. Primär ist es wirklich so, aktuell sind wir, glaube ich, bei 800 irgendwas E-Mails. Da geht nun mal 2-3 Tage oder so, bis ihr halt eine Antwort kriegt. Es wird so sein, dass jeder eine Antwort kriegen kann, muss, will, darf, soll. Soll trifft es ganz gut. Ja, soll, ja.
Und ja, im Moment dauert es halt einfach etwas, aber wir werden sicher jedes E-Mail ernst nehmen. Bei mir, von meiner persönlichen Seite, wie gesagt, wie bereits erwähnt, ich bin der, die Produkte entwickelt. Wenn ihr mir Luft zum Atmen lässt und ihr mich nicht zu sehr unter Druck setzt, dann, und ich arbeiten kann, dann kann ich neue Produkte entwickeln. Wenn ich keine neuen Produkte entwickle, ist es Stillstand. Stillstand bedeutet für mich ganz klar Rückschritt. Das heißt, wie gesagt, je länger, je mehr werdet ihr viel mehr von Sandro hören und weniger von mir. Heißt aber nicht, dass ich nicht da bin, sondern das heißt einfach, dass ich am Arbeiten bin. Und, das heißt jetzt wieder, ich bin da nicht am Arbeiten. Genau. Okay. Ja, gut. Dann arbeite ich nicht mehr, dann hört ihr einfach von mir. Das kann sein, dass ich jetzt nicht mehr die Telefonate entgegennehmen kann. Durchaus möglich, dass meine Telefonnummer jetzt mit der Zeit dann auch mal verschwindet, dass ihr unter Umständen über eine Zentrale geleitet werdet oder eure E-Mails nicht direkt von mir beantwortet werden. Das müsst ihr alles überhaupt nicht persönlich nehmen, aber ihr müsst einfach verstehen, es ist die Menge, was ausmacht, und ich selber kann es nicht handeln alleine. Wenn Sandro auch noch E-Mails beantwortet, dann passiert nichts mehr in der Werkstatt. Einfach der Appell an euch, der wirklich die Leute, die was von uns wollen, bitte habt Geduld. Wir machen das wirklich mit vollem Herzblut, aber wir sind halt auch nur, wie gesagt, 24 Stunden hat der Tag, 7 Tage die Woche, und alles andere wäre dann fast ein bisschen zu viel verlangt. Jo, ich denke, ja. Mehr haben wir eigentlich für das erste gar nichts zu sagen. Ich meine, wir gehen jetzt wieder arbeiten und schauen, dass wir geben unser Bestes. Ich glaube, das ist so das, was... Genau. Wir wollen die Kunden nicht zufriedenstellen, wir wollen sie begeistern. Mehr gibt es nicht zu sagen. Woo!